Und dann hier noch. Sehr schön. Wie mache ich das jetzt am besten? Klug. Das ist praktisch. Dann brauche ich nur einen Kübel mehr oder einen Eimer mehr. Das finde ich cool und fair gemacht. Aber das ist halt Physik und auch Minecraft-Physik. Wobei man da natürlich schon unterscheidet, das ist ja klar. Ach, ist das lustig. Das Bewässern ist ja immer das Lustigste am ganzen Feldbau. Enderman, halt einfach mal kurz so für die nächsten 3 Stunden oder so, wie die Aufnahme, je nachdem wie lange die Aufnahme noch läuft. Es ist schon wieder 2:30, Wahnsinn. Firefox 0.2 verfügbar. Ist mir egal. Werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch nicht aufblitzen gesehen haben. Hoffentlich. Ist gerade hier aufgeblinkt. Ist mir egal. Oh, wie schön. Ich stehe hier bei unseren Feldern und ich setze Wasser zu den Feldern. Toll. Extrem toll gemacht. Vielen Dank. Oh, das ist dumm. Ganz oben werde ich es dann nochmal freilassen, damit ich noch ein bisschen Wasser schöpfen kann. Oh, schon wieder leer. Ich sollte schon wieder daran denken, dass ich eventuell vielleicht mal wieder Steine brenne. So, da lasse ich jetzt einen offen, damit wir nicht wieder abbauen müssen. Und dann vertschüsse ich mich schon wieder in die geliebte Heimat. Und am nächsten Morgen werden wir dann, wer glaubt's und wer errät's, natürlich endlich mal befeldern. Dann nehme ich, glaube ich auch noch gleich, dann gönne ich mir eine Eisensense, weil wir so brav waren. Schön. Ich freue mich drauf. Hunger habe ich auch. Ich könnte eigentlich schon mal wieder ein paar von unseren guten 8 Biobrötchen essen. Eigens angebaut. Okay. Wir fahren fort und ich hätte es schon wieder fast vergessen. Die sehen ja komisch aus, aber egal. Zuerst nützen wir natürlich das ab, was wir schon haben. Ach, ich freue mich. Dann können wir auch gleich die Setzlinge holen. Von unten, vom Fluss. So, dann können wir das auch gleich ausprobieren, wie das denn aussieht. Oh. Wie das denn aussieht, wenn wir hier unten... Ja, da muss ich schon was hinsetzen. Das sieht nämlich so blöd aus, finde ich. Da werde ich auf jeden Fall etwas hinsetzen. Oh, cool. Das geht so einfach. Finde ich toll. Dass man einfach nur ackern muss und dann geht auch alles, was drauf ist, weg. Oder war das jetzt nur Zufall?
okay. Naja, gut. Sei's drum. Und hier zacki, 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 zacki. Oh. Also, dass man wirklich so wenig mit diesen... die Hacken, die halten sich wirklich überhaupt nicht lange. Da geht's auch nicht darum, dass man mit einer Hacke schneller hacken kann als mit der anderen. Sondern da geht's einfach nur um die Haltbarkeit. Und das finde ich echt blöd, dass die immer nur so kurz halten. Aber ist ja klar. Minecraft ist ja kein Ponyhof. Wieder eine Fackel, die muss ich dann anders hinsetzen. Wo mache ich das denn am besten? Glowstone, das wäre ja natürlich das Allerbeste. Aber das kriegen wir natürlich, wie jeder weiß, nur von der Hölle. Okay, cool. Sehr gut, dann warte ich jetzt drauf, bis das alles so richtig hundertprozentig dunkelbraun ist. In der Zwischenzeit werde ich jetzt hier unten mal das ausklatschen. Das, was wir ausklatschen wollen, wird ausgeklatscht. Kann ich darüber... Okay. Ich probiere es nochmal. Jump'n'Run-Künste? Nee. Oh, schon wieder ein nackter Zombie. Dann eine Hexe. Eine Hexe. Wo ich keine... Abstech-Sounds höre. Was habe ich da gekriegt? Einen Stick. Ist das... Alter, die Witches, die wollen uns schon echt verarschen. Geben uns dann einen Stick. Ja, vielen Dank für den weiteren Stick. Der mir gerade noch gefehlt hat. Wahrscheinlich hat sie den von einem anderen Mann gekriegt. Der zu ihr gesagt... Entschuldigung. Der zu ihr gesagt hat... Hey, Witch, willst du mal meinen Stick? Und sie dann darauf... Ach, klar, du. Natürlich will ich da einen Stick. Und jetzt habe ich ihn. Wie schön. So wie der Ring. Der Ring der Macht. Von Gollum ausgegangen. Über Bilbo Beutlin zu Frodo Beutlin. Und dann ist er kaputt. Weil er ihn ins Feuer wirft. Der einzig Kluge. Finde ich auch cool, dass da die Sonnenstrahlen durchscheinen. Durch das... abgedeckte und abgedichtete Erdfeld. So, jetzt muss ich mir hier eine Trittstufe machen, aber wenn möglich richtig. Hier sehe ich auch schon wieder nichts. Das ist ja das Allerbeste. Das ist halt das, wenn man luftig baut. Also so, dass man da nicht auf festem Untergrund ist. Ist nicht immer so klug, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Ich hatte halt da einfach den Platz und ich dachte mir, da ist ja eh so viel frei, da könnten wir doch ein Feld hinsetzen. Auch wenn wir 3 Jahre dran buddeln müssen und dann nochmal 10 Jahre, bis wir das alles dahin gebaut haben. Und dann nochmal weitere 20 Jahre, bis wir da das alles umrundet haben und wieder natürlich aussehen lassen. Das braucht so seine Zeit. Ohne Saat keine Ernte. Boah, da muss ich auch wieder springen. Springen. So. Das müsste es dann, glaube ich, gewesen sein. Oh. Das mache ich halt jetzt einfach bei jeder Feldreihe. Bei der es benötigt wird. Da tropft es runter. Da, ja, da brauchen wir aus. Das finde ich ein bisschen unnötig. Und ich habe schon wieder so ein Scheiß geredet.
Es ist halt die Konzentration um 1.44 Uhr. Ortszeit jetzt bei mir. Ich war ja so vorbereitet und hab noch eine Schaufel parat. Sehr schön. Kurz wieder umsetzen. Den Rücken wieder gerade renken. Und ab nach oben. Ja, fein. Schön. Das sieht schon besser aus, finde ich, wenn das hier so abgeschlossen ist. Da auch. Nö, da muss ich das dann auch nochmal machen. Nee. Da muss ich dann genau treffen. Das ist ja blöd jetzt. Das ist so, wie lange wir das treffen, bis er mal einen abbaut und dann alles wieder ausrennt. Da muss ich jetzt wirklich genau treffen, weil sonst... Nein! Geht die ganze Ackerung flöten. Ist ja auch toll mit so einem großen Fadenkreuz. Sehr schön, muss ich nur noch zweimal machen. Ach, es ist wirklich weniger Arbeit, wenn ich es da gleich abbaue. Da habe ich wieder mal nicht mitgedacht. Aber man lernt ja aus Fehlern. Und ich habe schon wieder Hunger. Jetzt esse ich unser letztes Steak. Oder Schweinefleisch. Und dann stütze ich mich hier nochmal drauf, bevor es zu spät ist. Wobei es da, glaube ich, egal ist. Nicht zu lange stehen bleiben. Oh. Nee, das sollte ich nicht machen. Jetzt gehe ich wieder auf dem Weg. Ich bin kurz vom Weg abgekommen. Tut mir leid. So, und das war's jetzt auch. Und was ich jetzt noch gleich mache, weil ich einfach so ein sportlicher Wanderer bin. Ich wandere jetzt zu unserer Strandbude. Oder besser gesagt, unserer Flussbude. Strand ist ja nicht wirklich da. Den habe ich ja schon weggebuddelt. Weil ich so ein Buddler bin. Da ist jetzt nur noch ein Schwein. Da oben ist auch noch eins. Die muss ich wieder züchten. Ich habe natürlich wieder den ganzen Weizen zu Broten verarbeitet. Klug. Ah, da. Na gut, dann würde ich sagen, brechen wir gleich wieder auf. Ja, ich falle... Einmal falle ich in dieses kleine Wasserloch rein. Das musste also kommen. Okay, die Rüstung sieht noch ziemlich gut aus. Da ist das arme, einsame, alleinige Schwein. Oink, oink. Ich glaube, bevor ich mich da in unnötige Gefahr stürze, gehe ich lieber nochmal pennen, bevor wir sicher arbeiten, im Hellen vor allem. Und dann schauen wir mal weiter, was der neue Tag bringt. Oh, toll. Da war nichts mehr drinnen, aber da werde ich jetzt trotzdem nochmal den Bruchstein reinhauen. Sehr schön. Jetzt muss ich noch mal kurz schauen. Ich bin ja schon so ungeduldig. Okay, 1,5 Stunden Aufnahmezeit.